Jo Freunde, was geht? Und willkommen zu einem weiteren Video aus dem Kanal. Heute mal mit einer Servervorstellung, und zwar mit meinem Server Ladura.net. Den leite ich mit Kevin und Tim. Und ja, auf dem Server gibt es, wie man hier schon seht, Verstecken und Belief. Aktuell, wie man hier oben auch sieht, Beta 1.5.1. Auch gerade im Halloween-Update. Das geht noch bis zum 14. November, und ihr könnt euch bei diesen komischen Typen hier mit Rechtsklick eine Belohnung abholen. Der Hauptpreis ist 5 Tage Titan, wenn ihr bereits schon Rang habt, was noch Teammitglieder haben oder Creator, dann bekommt ihr da 10.000 Coins, also Lalukins. Und ja, das heißt Lalukins, das ist kein Rechtschreibfehler. Und ja, wir haben hier einmal ein extra Item, wo man Banner auswählen kann. Ich als OG habe das Close Beta Banner. 25 Leute haben das nur. Und das ist auch ein Beta-Banner, was es seit dem 1.5-Update hier gibt. Dann einmal Lobby-Switcher, wir haben zwei Lobbys. Auch, ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen. Alles im Halloween-Stil. Ich weiß nicht, wieso da die alle schon sind. Jedenfalls alles hier im Halloween-Stil. Kann man Spieler anzeigen und verstecken. Alles mit Spinnenweben voll. Verstecken können wir leider nicht testen. Und ich habe mein zweiter Grund nicht gedacht, das Spiel auch nicht. Verstecken ist, kann man auf vier Spielern spielen. Ist halt verstecken. Ist halt am Classic verstecken, nicht mit Blöcken oder so. Der Sucher sieht den Namen nicht. Der Sucher wird zufälligerweise von allen Spielern ausgewählt. Es ist auch schon eine neue, also richtige neue recodete Version in Planung. Vierteljahr oder so reingesessen in den Modus. Und inzwischen kenne ich mich schon ein bisschen mehr aus, sprich, dass halt alles besser wird. Auch mit die Maps im Halloween-Stil. Wie kleine Lobby angekommen, können wir auf Navigator gehen und auch auf Brief gehen. Spleef ist gleich eine Wartelobby. Können wir jetzt, wie gesagt, noch nicht spielen. Spleef ist ab 2 spielbar und Verstecken ab 4. Und es kommt auch ab und zu dazu, dass unser Manager und Tim auch mal das Thema streamen. Also Aktivität besteht auf dem Server. Und ich sag so, wie es ist, mindestens einmal in der Woche streamen. Mal auf dem Server. Links sind in der Videobeschreibung oder hier eingeblendet, wo ihr auch mal nachfragen könnt, ob man Drohne verstecken auf Ladura spielen möchte. Es wird ab dem 15. November ein neues Update geben, und zwar also erstmal Halloween-Deko und so entfernen. Was man kann sagen, ist Winter. Also das nicht mal das krasse Winter-Update, sondern halt das lowe Winter-Update soll halt, das heißt dann 1.5.2. Es wird dann noch ein 1.5.3-Update kommen, das ist geplant. Und das 1.6er ist das Winter-Update. Das wird Anfang Dezember irgendwann kommen. Und ja, auch hier nochmal zur Teamhalle so. Und ja, hier mal mein Supporter. Falls ihr guten Leute helfen könnt oder auch gerne wollt, könnt ihr euch gerne bewerben. Forum lalura.net oder lalura.net/forum. Anforderungen stehen dort. Ah, wir haben zwei Bilder. Falls ihr euch mit Bauen auskennt, könnt ihr euch auch gerne bewerben. Wir haben einen Developer, der uns Modi und anderen API-Shit codet. Contents, also falls ich gute Konzepte erarbeiten kann. Ich kann zwar gut, Team auch ein bisschen, aber halt, wir sind im Owner-Team. Und falls ihr euch auskennt mit Konzeption oder auch einfach nur für die Promotion da sein wollt, dann gehört als Content. Es gibt mehrere Bereiche. Steht alles in den Anforderungen. Die sind auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, hier sind Tim, Kevin und ich als Owner, und hier unser Manager Vivi. Vivi und Tim sind sehr oft mal live und streamen auch mehr aktiv auf dem Server. Ich hoffe, euch hat das kleine Servervorstellung gefallen. Falls ihr weitere Videos sehen wollt rund um Ladura, ob ihr, keine Ahnung, mal sehen wollt, wie ich irgendwas code oder so für Ladura oder was weiß ich, dann schreibt gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ciao, ciao.